Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute ist etwas ganz Besonderes, denn heute will ich euch mal dieses Spiel etwas näher bringen. Und was ist es hier? Das ist Unreal Tournament aus der Alpha. Kann jeder spielen, kann jeder runterladen, der da interessiert dran ist. Warum ist es bei mir so spannend? Ist recht banal. Unreal Tournament ist eines der ersten Online-Spiele, die ich überhaupt gespielt habe. Das ging mit Counter-Strike los, danach ziemlich zeitgleich ging es mit Unreal Tournament und Diablo 2 damals. So, das waren so meine wirklich ersten richtigen Online-Spiele, die ich noch mit dem guten alten Modem gespielt habe. Und jetzt gibt es es wieder und Unreal war schon immer so ein Highlight. Also ich war eher immer der UT als der Quake-Spieler. Und dementsprechend dachte ich mir, schaue ich es mir mal an und zeige es euch. Und ja, das Training will ich euch natürlich nicht zeigen, sondern ich will euch nachher schon ein Spiel zeigen. Deswegen springen wir jetzt einfach mal ins Spiel und schauen, wie Unreal Tournament im Jahr 2017 so aussieht. So, und wir sehen, es gibt einen Warm-Up. Wir sind hier alle noch recht low level, bis auf den Wolf-Phaser. Der ist schon ein bisschen höher. Ist auch wirklich, wie immer, meine allererste Runde überhaupt. Auch da will ich immer mal so zeigen, wie ist es so? Wie erlebe ich das Spiel somit? Ah ja, da hat er natürlich eine geile Waffe, die wir da jetzt nicht hatten. Aber mit dem Grenade Launcher sollte ich da schon hoffentlich ein bisschen weiterkommen. Ah, da hat man schon gesehen. Okay, in welche Richtung geht's? So, endlich habe ich auch mal meinen ersten Kill bestritten. Aber der Wolf-Phaser, der geht mal gut ab, der Junge. Aber es schaut einfach wunderschön aus. Und jetzt den nächsten. Die gute alte Linkgun. Ja! So will ich das. So soll das laufen. Wie in guten alten OC-Zeiten, der gute alte Killing Spree. Nein! Da war ich... Oh Gott, gibt's doch nicht. Aber die Flag Cannon. Da sollte immer ein bisschen was gehen. So. Überall ein bisschen aufpassen. Irgendwie konnte von überall einer einmal daherkommen. So, es ist... Also wirklich, das Feeling ist sofort wieder da. Jeder, der mal UT gespielt hat... Nein! Der fühlt sich sofort wieder heimisch. Also das hat nichts eingebüßt zu den guten alten Zeiten. Boah! Double Kill! Und bam, der nächste direkt weg. Bin jetzt recht low on life. Ah, aber den habe ich noch mitgenommen. Und da ist irgendwie so eine Ultimate-Weapon mal gerade losgegangen.
Und ihr wisst oder ihr seht, ich bin nicht mehr der allerbeste Spieler, aber trotzdem kommt man sofort auf seine Kosten. Aber von hinten kam da der gute Wolfsnake. Der hat mich da nicht gewähren lassen. Der dachte sich, nee, mein Freund, du jetzt mal nicht. Die Waffe ist eher irgendwie so ein bisschen doof, finde ich. Naja, aber sie erfüllt ihren Zweck. Und am Ende des Tages ist das Wichtigste, erstmal immer die Gegner rauszunehmen. Ihr seht, ich bin auf den zweiten von 6 Plätzen, also zumindest mal nicht letzter. Alles ist da schon Erfolg. Weil da muss man sagen, das hatte ich so die größte Bedenken, dass ich da so sehr verkacke. Aber der Wolf, der hat's noch richtig drauf. Der denkt sich jedes Mal, Junge, Junge, das ist mein Schauplatz. Den nimmt mir nicht weg. Und im One-on-One mit meiner Enforcer geht da mal gleich gar nichts. Ah, und jetzt mit dem Sniper, da langt halt ein Treffer. Aber hier, da kommt die Rakete ins Gesicht. Keine Chance in dem Augenblick. Oh, das war episch. Da haben wir uns beide richtig hart gebettelt. Nein! Und dann nimmt er mich raus. Nein, das gibt's ja nicht. Wie knapp ist denn das bitte? Aber der Wolf, der sieht man, mit 30 Kills ist der mal richtig gut, der Junge. Ist auch direkt wieder auf einem Killing Spree, also der. Aber jetzt endlich wieder komme ich da ein bisschen zurück ins Spiel, aber hier hat der Wolf da mit der dicksten Wumme, die das Spiel dazu bieten hat, mal gezeigt, was es da gibt. Auch das ist wie früher. Also manche Sachen ändert da UT nicht. Und ich kann wirklich versprechen, wenn ihr das Spiel mal gespielt habt, ihr werdet sofort wieder reinkommen.
So, und den lasse ich diesmal nicht so ganz einfach gehen. Aber das gibt's nicht. Der hat ja ein Glück auch. Die letzten 40 Sekunden laufen. Nein! Und ihr seht auch, das war natürlich zu Demonstrationszwecken. Man kann auch sterben, wenn man runterspringt. Aber da wollte ich jetzt unbedingt noch schnell den Kill. Aber ich sag, ich hab's mal auf den zweiten Platz geschafft. Aber der Wolfhoser, der war da mal richtig stark. Ja, das war mal eine Runde Unreal Tournament 2017. Ihr seht, es ist ein Killing Screen, Double Kill. Man kann auch in den Levels aufsteigen. Also so schaut es heutzutage aus. Wenn ihr das spielen wollt, wie gesagt, unten in der Beschreibung habt ihr den Download-Link. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal hier reinzugucken in dieses kleine Angezockt. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.